zu Halloween. Hallo. Wir wollen heute mal in das Café, was hinter uns ist. Das nennt sich Winnowook. Ja, also einfach mal einen gemütlichen Halloween-Nachmittag. Heute Abend wollen wir uns noch verkleiden und dann natürlich Süßes oder Saures, so einen kleinen Rundgang bei uns im Dorf machen. Und wir nehmen euch einfach mal mit, wie es hier so aussieht. Da drinnen werden wir, denke ich mal, nicht filmen, nee. Weil ich hatte vorhin schon mal durchgerufen wegen Reservierung. Also die nehmen gar keine Reservierung mehr an, so voll sind die. Genau. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen, ob wir vielleicht zwischendurch so einen kleinen Tisch kriegen. Ja, wir schauen mal. Und? Sieht ganz nett aus. Oh, hier ist Schnee. Geil. Ja, das ist raureif. Genau. Erste raureif. Was hast du denn da? Ich habe einen Kuchen jetzt. Voll lecker. Na, du solltest aber eigentlich auf deinen Punsch warten. Schokokuchen, ja? Oder wir müssen auch auf den Kaffee warten, ja? Der Kuchen, der kam jetzt mit einem Kuchenmädchen. Ja, Mann. Mit einem Tablett. Da sind verschiedene Sorten Kuchen drauf. Und dann kannst du dir da ein Stück Kuchen aussuchen. Cool gemacht, ja? Hier oben, guck mal. Leckerei von Mama. Lilly, die isst du auf? Orangensoße, ja. Auf? Warte, warte. Oh, warte mal. Wir sagen Tschüss vom Winnowook. Wir haben uns lecker satt gegessen. Es ist wirklich urig hier, sehr verhext. Und diese schwere Steintür. Mit dem Gewicht ist auch der Oberhammer hier. Mit dem Gewicht, jawohl. Cool gemacht. Ja, du. Ach, schade, dass man nicht streicheln kann. Komm. Ja, musst du schon aufpassen, nicht, dass es zubeißt. Das Reh. Also ist deine groß. Eine Reh. Mama hat das keinen Schwanz. Na doch, guck mal. Da ist der Schwanz. Eine Zunge, ja, ein ganz kleiner Schwanz. Und die anderen Rehe liegen da alle auf der Wiese. Nee, das ist auch ein Hirsch. Ein Hirsch. Ja, ein Hirsch mit Geweih. Papa, Papa. Ja, jetzt kommt Papa. Hier ist die Futterquelle. Ja. Nein, cool. Kann man Kastanien rein, ja? Genau, die liegen zu Hause, ja. Da ist es, das Reh. Geh rüber gucken. Nicht reinstrecken. Was ist es das hier? Eine Eichel. Das fressen sie ja auch. Komm her. Hier, das kannst du dir runterkullern, Finn. Nein, hier. Das fressen die bestimmt nicht aus der Hand. Die haben da hier ihren Futtertrog. Hier liegt auch am Ende noch so ein bisschen was drin. Und ja, alles aufgefressen. Alles aufgefressen. Wir haben zu Hause bestimmt 3 Säcke Kastanien. Und dann müssen wir noch mal herkommen, ne? Dann guck mal, die haben große Ohren. Da. Große Ohren und große Augen. Lilly sammelt Blätter. Wo sind die Blätter? Da, da. Da, da. Oh. Schnell herkommen. Finn, was sagst du heute bei Halloween? Ein Gedicht und das geht so. Erst sagen wir Süßes oder Saures, dann Gespenster schreien, Hexen lachen, jetzt sind Süßes, sonst wird's krachen. Cool. Ja, ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch ein bisschen was dazu dann sagt. Ja, wie wenn man denn nur dasteht und Süßes oder Saures. Ja, also so ein kleines Gedicht ist immer nett. Man freut sich selber auch darüber, dass man einfach, ja, so von den Kindern nochmal was hört. Ne? Wir machen jetzt hier noch einen kleinen Spaziergang. Hier kann man komplett ums Gehege gehen.
Ja, mal gucken, wo es uns dahin führt. Und ja, jedenfalls ist hier ein Zaun und das sieht schon schön nach Freiheit hier aus. Ja. Ist mir immer sehr wichtig, dass denn die Tiere auch so gut wie möglich in Freiheit, Freiheit leben, ja? Wir werden das immer mit. Unsere Kürbisse, die wir geschnitzt haben. Mama. Na, Lilly. Na, Lilly, verkleiden wir dich jetzt als Kürbis? Als Kürbis? So, Lilly, unser Kürbis. Hallo, zeig dich mal. Hase, oh, schick. Schicki. Taschenlampe. Eine Taschenlampe, Lilly. Jetzt müssen wir dich hier noch mal so ein bisschen richten. Finny, zeig dich mal. Gib dir, Finny, doch. Gleich geht's los. Unser Süßigkeitenteller. Und wir haben hier noch so eine nette Beleuchtung. Die packen wir hier dann noch so rein. Genau. Und dann geht's hier gleich los. Na, Lilly? Wir fuchteln schon. Wir werden gleich abgeholt von Freunden. Und dann gehen wir eine kleine Runde. Wir haben doch mehrere Taschenlampen. Nimmst du auch noch eine mit? Auf zum Halloween-Spaziergang. Wir zeigen euch nachher, was wir alles bekommen haben, was wir gesammelt haben. Und bis später. Huhu. Das ist unsere Beute. Es wird natürlich geteilt, aber es sind auch richtig süße Sachen bei. Hier so ein Glubschauge, finde ich ganz cool. Richtig gruselig. Hier haben wir ein Handy bekommen. Also halt spielerisch, ne? Guckt euch das an. So viel zum Naschen. Lecker. Und wir nehmen natürlich in der Schule was mit, im Kindergarten was mit. Und es gab sogar Äpfel. Was Gesundes. Ha? Und eine Mandarine. Cool. Ja? Schön. Bei uns ist jetzt noch ein bisschen Naschen angesagt, eine Süßigkeitenparty, ein Gruselfilm. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und gebt uns einen Daumen hoch. Macht's gut.